Moment. Grün. Okay. Ja, nö, habe ich jetzt eigentlich kein Interesse, die Quest zu machen, weil das müsste ich kaufen. Müsste ich kaufen. Und sind wir mal ganz ehrlich. Warum? Ich will mir lieber erstmal Upgrades und so kaufen. Und dann schauen wir weiter. Aber da hat mir jetzt halt Pech. Machen wir nicht. Ist nicht in unserem Budget drinne. Platz ist auch nicht mehr drin, ne, in unserem Rucksack. Deswegen würde ich echt gerne das Upgrade für den Rucksack mir holen. Und ich hoffe, das bringt dann eine ganze Reihe dazu und nicht irgendwie ein Slot oder so ein Quatsch. Jo. Jo. Okay, das reicht. Mach mal. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Jetzt können wir nämlich auf entspannt erstmal alles wegkeschern, wegfangen, was hier rumläuft. Weiß ich nicht, am besten noch Leute wegfangen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Wir machen alles fürs Geld. Mir fehlt der Spruch von Animal Crossing. Die schlechten Witze. Manchmal muss ich... Also die Witze bei Animal Crossing. Für die Leute, die es nicht wissen, wenn man in Animal Crossing Fische fängt oder... Ist der gerade in den Stein? Okay. Wenn man im Animal Crossing Fische fängt... Ja, die haben scheinbar keine Hitbox für die Wand. Ich fange mir jetzt einfach nochmal an. Wenn man in Animal Crossing Fische fängt... oder Insekten fängt, dann sagt der Charakter immer einen Joke dazu. Und der ist so kacke zu 99,9% der Fälle. Aber man sieht den Witz halt jedes Mal, wenn man den Fisch fängt. Und manchmal muss ich dann anfangen zu lachen. Weil ich den Witz so oft gelesen habe und er so scheiße ist, dann muss ich drüber lachen. Das Spiel penetriert dich quasi immer mit demselben Witz. Bis du lachst. Und dann penetriert es dich trotzdem weiter. Ein Karpfen. War da gerade ein... Was war denn da für ein Fisch? War da ein Schwertfisch oder was war das? Ja, kommen Sie, kommen Sie. Na komm, beiß an. Jawohl. Ja, nicht übertreiben. Nach rechts ziehen. Na komm, Fisch. Wir kriegen dich. Ja, wir kriegen dich. Nach links ziehen. Hase. Flussfische. Ah, das sind Flussfische. Was war denn das da oben? Moment. Teichfische. Wo ist meine Maus? Gut. Tschüss, Maus. Ah, hier ist sie. Ah ja. Teichfische, Flussfische. Was ist denn das hier? Meeresfische. Hier ist noch ein Pixel. Das wurde falsch ausgeschnitten. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, May, du wirst deinen grünen Farbtopf nicht kriegen. Und dann nur noch 4 Stück. Also, wo sind wir denn hier? Du wirst sie doch einfach nur durchschlauchen, May. Gib's doch zu. Ich hasse Angeln hier jetzt schon, weil die Fische einfach sich denken, alles klar, Brudi, Wand, da gehe ich rein. Da, der geht ja auch gleich rein. Na gut. Der hat sich's nochmal anders überlegt. Alter! Danke. Oh, dich kriege ich. Nicht übertreiben. Hm. Ich
Ich bin übrigens auch schon gespannt, wie das neue. Wie hieß es denn? Factory. Rune Factory wird. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ich meine, Harvest Moon bzw. Story of Seasons Spiele haben irgendwie ein bisschen nachgelassen. Aber ja. Was willst du machen? Ich denke mal, die werden sich jetzt mehr auf Rune Factory konzentrieren als auf Harvest Moon, deswegen. Das ist aber okay. Rune Factory finde ich auch geil. Und ich meine, Harvest Moon ist zurzeit gut bedient durch Stardew Valley. Und das wird wahrscheinlich noch die nächste Zeit so bleiben. Der Typ patcht bis heute noch das Spiel ganz legendär. Und wenn der irgendwann mal Stardew Valley 2 macht, Donnerlittchen, du. Das könnte ein Spiel werden, ehrlich. Also der Typ weiß auf jeden Fall, was er macht. Falls ihr Stardew Valley noch nicht gespielt habt, aber sowas wie Harvest Moon mögt, kann ich euch empfehlen. Stardew Valley ist echt gut. Und hat auch viele Mods, zumindest auf dem PC, logischerweise. Also wenn euch da irgendwas nicht passt, zu 99,9% gibt es einen Mod dafür. Okay. Ich musste gerade ein bisschen leise sein, weil ich hören musste, was passiert, weil die Sicht blockiert war. Durch die schräge Kurve, was auch immer, durch die Wand. Ah, nach links, nach rechts. Das war knapp. Ich spawn jetzt gar keine Schmetterlinge. Wo hänge ich denn hier? Okay, an dem kleinen Bäumchen. Gehen wir mal Poa Hallo sagen. Oh, er hängt mal nicht in der Ecke fest. Na, das ist ja schön. Ich frag mich, ob ich noch erleben werde, dass wir den Mond besiedeln. Wäre nett, ein bisschen weniger Gewicht zu haben. Ah, so funktioniert das. Ihr geht auf den Mond und alle eure Probleme sind gelöst. Ey. Ja, schön alles mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht, wozu wir das ganze Geld brauchen, aber ich bin mir sicher, wir werden es brauchen. Spätestens, wenn wir unser Haus abbezahlen, wenn es das hier gibt. Also mein Wissen geht immer nur von Animal Crossing aus. Ich weiß nicht, was hier überhaupt noch so kommt und abgeht. Weswegen ich mich ja auch dazu entschieden habe, dass eine Stunde nicht reichen wird. Weswegen dieses Video bzw. dieses Projekt doch zu einem kleinen Let's Play geworden ist. Was zumindest 10 Folgen bekommen soll. Hä, was ist denn das für Stein hier? Okay, ich will gucken, wie teuer die Spitzhacke ist. Mit der Spitzhacke kann ich das bestimmt zerlegen. Das Stein. Wir fangen natürlich weiterhin alles ein. Okay. Okay. Bisschen schade, dass es bis jetzt nur Schmetterlinge gibt, aber ich bin mir sicher. Das wird alles noch geaddet. Ich meine, wenn der Dings einmal da ist, so der Anfang, die Base quasi, dann ist ja noch mehr Features adden in demselben Bereich nicht so schwer. Also jetzt zum Beispiel noch mehr... Oh, Karpfen ist viel wert. Da jetzt noch mehr solche Features einzubringen, wie Angeln, also neue Variationen von Fische oder neue Variationen von Schmetterlingen und so, sollte ja eigentlich nicht so schwer werden, wenn die Base schon mal einprogrammiert ist. Das ist ja super billig. Müssen wir trotzdem aber nochmal eine Runde angeln gehen. Angeln oder Casheln? Ah, da. Hä? Ist der im Haus? Ah, alles klar, Brudi. Die Viecher gehen hier durch sämtliche Objekte. Da hast du auch schon wieder alles erlebt hier in dem Spiel. Das muss unbedingt noch behoben werden, weil sowas kann richtig nervig werden. Ich hätte gerne mehr Karpfen, weil Karpfen waren gut wert. Ich würde auch echt gerne eine Brücke haben, damit wir hier endlich rüberkommen.
Also es wird hier definitiv eine Brücke geben, damit man darüber kommt. Und ich hätte sie gerne langsam mal. Hallo? Hä? Ich kann manchmal nicht sehen, wo die Viecher sind. Warum? Was? Hinter mir? Ah ja. Das lässt sich manchmal irgendwie schwer einschätzen, wo die Falter rumfliegen. Er flattert und pustet sie auf. Ach, geht doch nicht da. Okay, danke. Nach rechts ziehen. Na, Fisch, beruhige dich. Na, den haben wir. Komm, zieh durch. Jawohl. Karpfen. Oh, sehr gut. Also bis jetzt glaube ich fast, dass hier im Flussangeln rein vom Geld her am sinnvollsten ist. Übrigens stimmt auch einiges mit dem Schornstein nicht. Die Partikel starten zu weit unten. Die starten. Ja, die müssen ein bisschen weiter hochgesetzt werden einfach. Ja. Versuche hier gerade ein bisschen auf die ganzen Details zu achten, wo noch was nicht vernünftig ist. Aber hier, also das, was ich gerade auf dem Bild sehe, sieht alles okay aus. Auch die Partikel da beim Wasserfall sind ganz hübsch. Aber naja, bis das Spiel komplett fertig ist. Leute, ich verspreche euch, entspannt euch, das wird noch ein bisschen dauern. Also wenn ihr euch im Moment noch nicht sicher seid, ob ihr das Spiel euch holen wollt oder nicht, macht ruhig, Leute, ihr verpasst. Plusbarsch, oh nice. Ihr verpasst nicht so viel, denn sehr viel wird noch kommen. Was irgendwie eine dumme Aussage ist. Heutzutage wird jedes Spiel noch ewig gepatcht nach Release und Dinge werden geaddet. Zumindest in den meisten Spielen. Minecraft, Terraria, Ark. Wobei man sagen muss, ja, das sind alles eher Multiplayer-Spiele. Stardew Valley ist noch ein gutes Beispiel. Da wird auch noch bis heute gibt es Updates für das Spiel. Also ja. Deswegen nehme meine Aussage wieder zurück. Ich habe falsch gedrückt. Kauft euch das Spiel einfach, wenn ihr denkt, das ist für euch so okay. Für mich ist es so okay. Zumindest im Moment. Weil ich bin mir recht sicher, dass die Fehler, die drinne sind, noch behoben werden. Und ich bin mir auch recht sicher, dass noch einiges gepatcht wird. Ich sehe es nicht. Hilfe, wo ist der Fisch? Mein riesiger Kopf ist im Weg. Ist der Fisch irgendwo hier in die Wand geschwommen oder wo ist er hin? Ach, scheiß drauf, Alter. Scheiß auf den Fisch. Fisch. Fisch, wie Junge sagen würde. Der Fisch. Oh, ach, shit. Ich will den Schmetterling da unten holen. Gehen wir mal hier ein bisschen Schmetterlinge catchen. Was haben wir denn alles? Reicht das vielleicht schon für den? 7, 2, 20, jo. Ich fange noch ein paar Falter, die hier rumfliegen und dann verscherbeln wir das alles. Okay, der Typ ist immer noch hier, der kann mir auch noch mal ein bisschen Geld geben. Ja, ich weiß nicht, wofür der uns hier ständig Belohnungen gibt, aber er gibt sie uns. Und darüber möchte ich mich nicht beschweren. Gut, wir haben genug Geld. Natürlich nehmen wir trotzdem hier noch die Schmetterlinge mit. Was wir haben, haben wir, was wir kriegen, wissen wir nicht. Merkt euch das, das ist eine Lebensweisheit. Distelfalder. Das sind echt tolle Bäume. Ich sehe so bescheuert aus mit meinen Ballerinaschuhen. Ich muss das wieder umändern. Auch ein paar vernünftige Schuhe. Da sieht schon besser aus. Ah.
So, die, der, kaufen, ja. Alles verkaufen. Remi Demi hier und dann nehmen wir die Spitzhacke und zacken das Ding da hinten. Wie teuer ist das nächste Upgrade? Alles klar, meine Freunde. Wie wär's mit Nein? So, nehmen wir die Spitzhacke mal. Dann gehen wir mal hinten den Stein zerkloppen. Ich bin mal gespannt, was der droppt. Erz, Gold, Diamanten. Wer sich dies alles erkämpft hatte, war Gold Roger, der König der Piraten. Ich habe übrigens One Piece bis Folge über 500 geguckt. Bis zu dem. Scheiße, ich sag's doch nicht, ich will nicht spoilern. Ich habe viel One Piece geguckt. Und ich wollte irgendwann mal weiter gucken, aber ich hab's nie getan. Weil damals die Folgen nicht weitergingen. Und ja, was soll ich sagen? Es war noch die Zeit, wo man im Fernsehen sich Sachen angeguckt hat. Wilde Zeit. Da habe ich immer jeden Tag zwei Folgen One Piece geguckt, die damals auf Viva kamen. Tja, das war geil. Ich mag One Piece. Kann ich eigentlich auch jedem empfehlen, ein bisschen One Piece zu gucken. Auch wenn die Folgenanzahl extrem abschreckt, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Folgen wir inzwischen sind. Was auch. Ich, also, oh. Damals das im Fernsehen zu gucken, war teilweise echt belastend, weil so viel wiederholt wird. Also, da wird ja erstmal, du startest die Folge und dann wird erstmal wiederholt, was überhaupt letzte Woche passiert ist. Beziehungsweise auf Viva kam es ja täglich, was gestern quasi passiert ist. So, das wurde erstmal runtergeleiert. Dann kam das Intro, was immer cool war. Die Songs sind immer super geil bei One Piece. Und dann hat es angefangen. Und in der Serie selber hatten die halt dann noch super oft Rückblenden und so ein Kram, um halt die Folgenlänge noch ein bisschen zu strecken. Und teilweise war das aber so belastend, ey. Alter Schwede, das ist richtig schlimm. Deswegen, wenn ihr das heutzutage guckt, im Internet, wo ihr vorspulen könnt, no joke, wenn denn so Rückblicke kommen und so ein Kram, die teilweise echt 4-5 Minuten gehen und wirklich einfach nur stumpfe Rückblicke sind von den letzten 5 Folgen oder so. Was die einfach nur reingepackt haben. Ja, was die einfach nur reingepackt haben, um die Folge zu strecken. Überspringt das. Ohne Scheiß, Mann, überspringt das. Das spart euch gut Zeit und fuckt euch auch nicht so ab. Das war teilweise so anstrengend. Da wurden die Kämpfe teilweise so in die Länge gezogen. Weil Ruffy dann nochmal angefangen hat, die seine Lebensgeschichte zu erzählen vor dem Kampf, wo ich mir so denke, Brudi, das ist doch. Mach doch einfach jetzt, ne? Es gibt auch ein Projekt online, was nur mit der englischen One Piece Synchro, glaube ich, ist. Wo Leute das recuttet haben alles. Also da haben die Leute alles Überflüssige rausgeschnitten, dass es extrem dicht am Manga dran ist. Das ist auch ein ziemlich geiles Projekt. Ich wünschte, das würde es auf Deutsch geben, weil ich liebe die deutsche One Piece Synchro. Ohne Witz, Ruffys Synchronsprecher so geil. Es tut mir an alle Leute leid, die die japanische Synchro von One Piece feiern, weil ich werde mit dir einfach nicht warm, weil ich kenne One Piece halt nur auf Deutsch und ich liebe die deutsche One Piece Synchro einfach. Und ich habe damals halt versucht, auf Japanisch weiter zu gucken. Aber ich bin einfach nicht warm geworden, so. Das ging einfach nicht. Ich hab's dann nicht mehr so gefühlt. Ja, deswegen. Die deutsche Synchro ist schon echt top, meiner Meinung nach. Aber ey, das ist Geschmackssache. Ja, bevor hier die Leute gleich ausatmen, ja, muss ja auf Japanisch gucken. Leute, lasst doch die Leute einfach das so gucken, wie die da Bock drauf haben. Wenn ich das auf Deutsch gucken will, dann lasst mich doch meine Folgen auf Deutsch gucken
Und wenn ihr die auf Japanisch gucken wollt, ja, dann könnt ihr das doch auch gerne machen. Das ist mir ja auch egal. Ich sage ja auch nicht, guckt die Scheiße auf Deutsch. Wobei viele Leute, die behaupten, dass die deutsche Synchro wack ist. Klar, es gibt auf jeden Fall Animes oder allgemein Serien, wo die deutsche Synchro wack ist. Aber es gibt auch sehr, sehr viele gute, muss man einfach mal sagen, ne? Zum Beispiel die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die sind halt in Deutsch so gut, gerade wegen der deutschen Synchro. Wegen den ganzen Wortwitzen und alles. Das würde halt so sonst nicht funktionieren. Da wurde sich halt viel Gedanken gemacht bei der deutschen Synchro. Okay, Lay, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört oder gesehen. Hier, den Schmetterling nehmen wir auch noch mit. Komm jetzt mit Schmetterling, danke. Ja, und das war mein Senf zum Thema Synchros. Ich bin ein ziemlicher Fan davon, von deutschen Synchros. Muss ich einfach zugeben. Dö, 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 dö.